Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge aus dem realen Irrsinn. Der geht uns nicht aus. Und wisst ihr, was uns noch nicht ausgeht? Zumindest hoffe ich, dass es nicht ausgeht, weil heute ist es die letzte Folge, die vorgeschlagen worden ist von unserem Schildi. Eins, nämlich, ja, weitere Folgen. Also Schildi, wenn du noch weitere schöne Folgen hast, ab damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten habe ich noch so ein paar Folgen, die ich auch noch reacten könnte, die aktueller sind, die jetzt gerade die letzten Wochen hochgeladen worden sind. Und die natürlich alle schön darauf warten, reacted zu werden. Aber heute, wie gesagt, eine Folge vom Schildi und zwar abgesägte Tische. Ich habe das Trump-Nail vom realen Irrsinn gesehen und da ging es um eine Straßengaststätte, beziehungsweise eine Gaststätte, die auf der Straße Tische stehen hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da irgendein Nachbar oder irgendeiner aus der Stadtverwaltung vorbeigegangen ist und gesagt hat, bis dahin, nicht weiter, wupp, Tische ab. So, was das natürlich für den Besitzer der Tische und des Restaurants bedeutet, ist dann meistens egal, weil die Leute nicht nachdenken. Gut, aber ist halt so. Man soll dann Außenbereich nutzen, aber man kann ihn nicht benutzen, weil es ist ja auch Bürgersteig. Kennen wir hier in Frankfurt auch. Auf der Bergerstraße ist das ja oft so der Fall. Gibt es sehr viele Probleme mit, weil halt auch die Straße ist. Genau, okay, gut. Wir gehen aber mal rüber in den Live-Bereich. Und da seht ihr schon den berühmten Zwerg mit dem Pfeil im Kopf und die extra drei. Wir fangen an und schauen uns das Ganze zusammen an. Das ist Restaurantbesitzer Michael Neckel. Im Sommer stellt er für seine Gäste in Berlin-Friedrichshain Tische nach draußen. Dafür gibt es strenge Regeln. Ja, diese strengen Regeln besagen, bis vielleicht Meter oder was darf er. Was bei solchen Gaststätten immer das Problem ist, dass meistens die Mietfläche an der Hauswand endet und der Bürgersteig nicht dazugehört. Aber in den Mietverträgen dann drin steht, dass die Nutzung der Bürgersteige erlaubt ist. Wenn man sie dann benutzt, dann ist es wieder verboten, weil irgendjemand was dagegen hat. Das ist immer ein Ding. Wobei ich dazu sagen muss, also da... die Tische sind ja jetzt nicht besonders groß, also ich denke mal, das sind schon die eingekürzten Tische, hoffe ich zumindest, wenn die nämlich noch kürzer werden, dann wird es problematisch. Ich denke mal, dass da immer noch genügend Platz ist, dass man da vorbeilaufen kann. 13 Jahre lang die Stühle bis hier hinstellen, etwa bis zu dieser Höhe, wo diese großen Platten hier enden. Und im 14. Jahr wurde uns dann gesagt, Schluss damit, nur noch einen Meter. Und das hieß bis hierhin, ja? Ja, also 14 Jahre lang dürfte er die Tische ungefähr 20, 30 Zentimeter weiterstellen. Und jetzt ganz plötzlich fällt ihm ein, nee, jetzt ist nicht mehr erlaubt und deswegen stellen wir das weiter zurück. Doch auch dieser eine Meter ist 2016 plötzlich zu lang, sagt das Ordnungsamt. Moment, also... 14 Jahre lang dürfte er ungefähr 1,20 Meter, 1,30 Meter benutzen. Dann muss er verkürzen auf einen Meter. Und dann fällt ihm 2016 ein, Moment, nee, das ist uns auch noch zu viel. Liebes Rathaus Friedrichshain, seid ihr noch ganz mit Schucke im Kopf? Machen wir mal. Ja, dann wollen wir mal genau nachmessen. Es waren 3 Zentimeter weniger erlaubt, als er beantragt hatte. Also sprich schon... Moment, er hat beantragt 1 Meter und es sind nur 97 Zentimeter erlaubt. Korinthenkacker. 1 Meter, nur noch 97 Zentimeter. Denn die 1 Meter langen Tische ragen dem Ordnungsamt zu weit in den Gehweg hinein. Mit was wollt ihr da bitte vorbei? Mit einer Demonstration, mit einem Demonstrationszug, mit einem... LKW mit Überbreite oder sonst irgendwas? Oh Mann, wie sagt man immer, also ich sag jetzt mal einen Spruch, den man früher gerne sagte, der aber nicht so gemeint ist. Also früher sagte man, wenn du nichts kannst, geh zur Polizei. Ja, so, was aber nicht stimmt, weil bei der Polizei muss man eine ganze Menge können und das wäre, ist eine, ja, nicht schön für die Leute, die das gelernt haben. So, aber ganz ehrlich, das ist ein Beispiel dafür, dass die Leute, die nicht mal bei der Polizei genommen werden würden, zum Ordnungsamt gehen. Leute, bitte ein bisschen Verstand einsetzen.
Bitte, bitte, bitte. Mach den Verstand an. Dieser Gehweg soll 1,50 Meter betragen. Das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass mindestens zwei Personen sich queren können. Tja, Moment. 1,50 Meter, um damit zwei Personen aneinander vorbeilaufen können. Wie breit sollen die Personen sein, die da vorbeilaufen können? Sollen das zwei Personen von der Körperform von Bud Spencer, keine Verunfallung von Bud Spencer, ich liebe Bud Spencer, sein, die da vorbeilaufen können? Ich meine, aber selbst der braucht nicht so viel Platz dann dafür. Oder er hätte nicht so viel Platz gebraucht, weil er ist ja leider nicht mehr. Ja. Ja, und hier sind es zwischen Tisch- und Gehwegende nicht 1,50 Meter, sondern nur 1,47 Meter. Oh das Mann. Geht nicht. Wegen dieser 3 Zentimeter, die fehlen, ist ein gefahrloses Begegnen von zwei Passanten unmöglich. Vorsicht, Vorsicht! Ich hab's erwartet. Ey, das ist so lächerlich. Es ist Irrsinn. Dringend etwas mit den zu langen Tischen geschehen. Nur was? Es wird keine entsprechend konfektionierten Tische geben, die exakt eine Tiefe von 97 cm haben werden. Nein, weil die Tische, Tischnorm in der kleinsten Form einfach diese 1 Meter sind. Und die sind auch gut so. Ich würde einen Kehricht tun. Soll das Ordnungsamt sich doch lächerlich machen? Also mach eine Unterschriftenaktion. Ich weiß, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, seitdem das Video gelaufen ist. Aber mach ein paar... Mach Unterschriftenaktion, das ist lächerlich. Es ist kein übliches Maß. Ja, das mag sein. Und nun? Ich kann aber keinen Gehweg neu bauen. Nein, aber du kannst über deinen Tellerrand hinweg gucken und die Vorschrift einfach mal ein kleines bisschen umgehen. Mann, wie viele Politiker umgehen jeden Tag Vorschriften? Und gerade wenn ihr irgendwas am Machen seid, dann könnt ihr die Vorschriften so biegen und brechen, wie ihr wollt. Aber wenn es hingeht, wenn es für den Bürger wichtig ist oder für die Leute, die Geld verdienen, die euer Gehalt bezahlen, dann könnt ihr nicht weiter als bis zur Nasenspitze gucken. Nee, musst du ja auch nicht. Da soll sich der feine Herr Neckel mal lieber schön selbst was einfallen lassen. Oder? Da muss ich was einfallen lassen, genau. Und Michael Neckel fällt etwas ein. Der Restaurantkaufmann legt selbst Hand an und verabschiedet sich von den 3 Zentimetern des Anstoßes. Wir haben damit den Auflagen des Amtes Genüge getan. Entweder Sie haben Regeln oder Sie haben keine. Und Sie können natürlich die Regeln jetzt versuchen einzuhalten oder Sie können die Regeln aufweichen. Ja, siehst du, aufweichen, genau. Und dafür könntest du mal über deinen Tellerrand gucken und einfach mal deinen Hintern bewegen. Regeln aufweichen? Niemals. Aufheben schon gar nicht. Nur die Kanten, die kann man aufheben und dem Amt stolz präsentieren. Aber gedankt wird's einem dort nicht. 3 Zentimeter Stück Holz, was soll das? Stimmt. Das ist das Holz, was du vom Kopf hast. So, und wenn das jetzt eine Beleidigung ist, ist mir das Schnurzpiep egal. Und was soll denn das eigentlich? So. So. Aber es war wieder mal typischer Irrsinn. In deutscher Reinkultur. Und Hauptsache, die Regeln werden eingehalten, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Ansonsten hat man 16 Jahre lang keinen Blick darauf gehabt. Dann fiel nach 14 Jahren ein, da passt doch was nicht. Und dann fällt nach noch einer gewissen Zeit auf, oh nee, das ist ja immer noch nicht genug. Und ganz ehrlich, die beiden Damen, die da aneinander vorbeigelaufen sind, also da hätte noch eine dritte vorbeigepasst. Nur so als Anstoß. Na gut. Okay. Aber ich danke wieder mal, wie immer, unserem Schildi für einen tollen Vorschlag. Wunderbar. Das war eine tolle Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich konnte wieder gut lachen. Und ja, wenn ihr auch Vorschläge habt oder Anregungen und Kritik und sowas, dann fange ich heute mal so an. Unten in die Kommentare. Das ist schön. Ihr seht, wenn ihr Anregungen gebt, die werden auch angenommen. War ihr dann sowieso gerade da unten unterwegs seid, ein Stückchen höher, da ist der Abo-Button. Da mal draufklicken und wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke aktivieren. So. Und wenn ihr dann wieder höher geht und dann gibt es da einen Like-Button. Ich zeige euch, wo der ist. Also ich zeige ihn euch jetzt bei Extra 3. Der ist aber bei mir an derselben Stelle. Genau,
Guckt da. Einfach draufklicken. Tut nicht weh und hilft. Ja, auch mir. Also Däumchen da lassen. Wenn ihr dann fertig seid, hier geht ihr unten in die Videobeschreibung. Da ist der Originallink zu diesem Video. Da klickt ihr drauf und macht das Ganze bitte dann auch nochmal bei den Kollegen von Extra 3. Die freuen sich auch darüber und alle sind glücklich und freuen sich. Genau. Dafür möchte ich mich bedanken und ich bedanke mich auch fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Josie.